Mission Impossible bis Oppenheimer, diese Filme das Kinojahr 2023 bereit. Das Kinojahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen, Avatar, The Way of Water hat noch einmal jede Menge frisches Blockbuster-Gefühl auf die Leinwand geschwappt, schon wundern sich eingefleischte Filmfans. Was die kommenden 12 Monate für sie bereithalten? Die Antwort, jede Menge. Auch abseits des allgegenwärtigen Marvel-Kosmos. Mit The Banshees of Inisherin kommt am 5. Januar ein kongeniales Trio zurück. Unter der Regie von Martin McDonagh, 52, hatten Colin Farrell, 46, und Brendan Gleeson, 67, bereits in Brügge gesehen. Punkt. Und Sterben ein schräges Meisterwerk abgeliefert? Ähnlich bizarre wie liebenswerte Figuren hält der neueste Streich der drei bereit. Der auf einer märchenhaften Insel zu Zeiten des irischen Bürgerkriegs spielt. Ein weiteres eingespieltes Team findet sich bei Operation Fortune ebenfalls ab 5. Januar. Nach Cash Truck schickt Darren Gerici, 54, einmal mehr ein Mann Abrissbirne Jason Statham, 55, in den Kampf, dieses Mal als MI6-Agent. Und wie schon in Ricci's The Gentleman darf sich auch Hugh Grant, 62, wieder von seiner schmierigen Seite zeigen. In Babylon, im Rausch der Ekstase verfrachtet La La Land Oscar-Regisseur Damien Chazelle am 19. Januar Brad Pitt und Margot Robbie in die wilden 1920er Jahre Hollywoods. Eine spannende, wie zukunftsträchtige Ära, in der Tonfilme zunehmend die Stummfilme ersetzen und die Traumfabrik für immer veränderte. Bis zum 9. Februar dauert es 2023, ehe der erste Marvel-Streifen erscheint. Mit Ant-Man and the Wasp, Quantumania geht Paul Rudd auf sein drittes Solo-Abenteuer als winzig kleiner oder hochhausgroßer Superheld. Natürlich nicht fehlen dürfen Evangeline Lilly, Michael Douglas, und eine brandneue Bedrohung. Ein letztes Mal die Hüllen fallen lässt Channing Tatum ab dem 9. Februar, wenn Steven Soderberghs Magic Mike's Last Dance in den Kinos anläuft. Eine höhere Sixpack-Dichte als im dritten Streich der Stripper-Reihe findet sich wohl im ganzen kommenden Jahr nicht mehr. Top oder Flop? Am 16. Februar startet M. Night Shyamalans neuer Film Knock at the Cabin mit Dave Bautista. Der erste Trailer zu dem mysteriösen Apokalypsenfilm war schon sehr stimmungsvoll. Aber das war bei Shyamalans Streifen fast immer der Fall. Prädikat, Wundertüte. Zum ersten Mal ohne die Unterstützung von Rocky wird Michael B. Jordan als Titelfigur in Creed III in den Ring steigen müssen. Ivan Dragos und Victor, Florian Muntianu, konnte er im Film zuvor besiegen, nun wartet mit Damian Dame Anderson, Jonathan Majors, ein weiterer Kontrahent auf ihn. Der eng mit seiner Vergangenheit verwoben ist, er ist ein ehemaliger Freund von Adonis, der jahrelang im Knast saß. Der 23. März wird für Nintendo-Fans ein wichtiger. Zumindest für die, die sich Filme gerne im Original anschauen. Denn im Animationsfilm Super Mario Bros. Spricht erstmals Hollywood-Star Chris Pratt den Klempner mit Pilz- und Schildkröten-Aversion. Prinzessin Peach wird übrigens von Anya Taylor-Joy vertont, wieder Sacha Boffser von Jack Black. Auf gänzlich andere Weise auf die Mütze gibt es ebenfalls ab dem 23. März in John Wick, Kapitel 4. Wie der Titel schon sagt, steht der nunmehr vierte Rachefeldzug von Keanu Reeves an. Dieses Mal seine Finger im Spiel hat Laurence Fishburne als der Boveri King, Martial Arts Ikone Donnie Yen ist ebenfalls mit von der Partie. Zum sechsten Mal ertönt ab dem 30. März ein Scream. Mit dem neuesten Messerstreich von Kostfase macht die Slasher-Reihe das halbe Dutzend voll. Doch ob das einst innovative Horror-Franchise das überlebt? Von der Urbesetzung ist nur noch Courtney Cox übrig geblieben. Neve Campbell konnte sich Berichten zufolge nicht mehr einig werden mit den Machern. Nicolas Cage als Graf Dracula, König der Vampire? Allein die Prämisse von Renfield reicht aus. Um das Kinoticket für den 20. April vorzubestellen. Wie der Titel schon sagt.
dreht sich der Film aber zentral um Draculas geisteskranken Gehilfen, gespielt von Nicholas Hoult. Am 27. April düsen die Guardians of the Galaxy zu ihrem dritten Abenteuer abseits der Avengers. Neben den wohlbekannten wie liebgewonnenen Figuren um Groot und Star-Lord, Chris Pratt, stößt dieses Mal unter anderem Will Poulter als mysteriöser Adam Warlock zur Gruppe. Im Mai sind Bleifüße und Flossen gefragt. Mit Fast X geht die stetig absurder werdende Fast und Furious-Reihe am 18. Mai in seine 10. Ausgabe. Neuester Familienzuwachs von Dom Toretto aka Vin Diesel ist Aquaman-Star Jason Momoa. Zum Inhalt, sofern es überhaupt einen geben wird, ist noch nichts bekannt. Ariel, die Meerjungfrau, setzt ab dem 25. Mai den Trend von Realverfilmungen beliebter Disney-Zeichentrickfilme fort. Der Film sorgte im Vorfeld für eine traurige wie unwürdige Debatte, als bekannt wurde, dass Ariel mit der Afroamerikanerin Halle Bailey besetzt wurde. Davon ungeachtet bleibt zu hoffen, dass der Klassiker eine bessere Neuauflage als zuletzt Pinocchio spendiert bekommt. Spider-Man, Anno-Universe 2 Across the Spider-Verse ist der zweite Teil der hochgelobten Animationsausgabe der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Nicht Peter Parker, sondern Miles Morales steckt darin unter der Maske. Der Film für Groß und Klein startet am 1. Juni. Ebenso Hollywood-reif wie der Film selbst werden langsam die Dramen um The Flash-Star Ezra Miller. Trotz dessen Eskapaden hielt Warner an ihm und dem Film fest, der am 22. Juni in die Kinos kommen soll. Es handelt sich dabei um den ersten Solo-Film für den überschallschnellen Superhelden aus dem DC-Universum. In Justice League durfte er bereits an der Seite von Batman, Superman und Wonder Woman kämpfen. Lange hat es gedauert, doch am 29. Juni soll sich nun endlich Harrison Ford in Indiana Jones 5 zurück auf die Leinwand schwingen. Mit mehr Erfolg als in Teil 4 von 2008? Zumindest der Cast, der als Star Ford zur Seite gestellt wird, lässt leise hoffen. Flea Bark-Ikone Phoebe Waller-Bridge und Mads Mikkelsen, der eigentlich immer zu überzeugen weiß, sind mit dabei. Statt Sommerloch gibt es auch im Juli Blockbuster satt. Beispiel gefällig? Mit gefühlt einer Ewigkeit Verspätung kommt Mission Impossible 7 nebst Tom Cruise endlich ins Kino. Über den Inhalt von Ethan Hunts nunmehr siebter unmöglichen Mission ist noch nicht viel bekannt. Garantiert spektakulär wird sie aber wieder einmal sein, er sie am 13. Juli angeht. Eine Woche später, am 20. Juli, erscheint Christopher Nolans neuer Streifen Oppenheimer. Das star gespickte Drama, unter anderem Cillian Murphy, Robert Downey Jr. und Matt Damon, erzählt die wahre Geschichte der Entwicklung der Atombombe während des Zweiten Weltkriegs durch Physiker Robert Oppenheimer, Murphy. Das MCU meldet sich ebenfalls am 20. Juli mit Captain Marvel 2, The Marvels zurück. Brie Larsons zweiter Solofilm als übermächtige Titelheldin. Interessant ist hierbei auch die Personalie auf dem Regiestuhl. Kan Duman Regisseurin Nia Da Costa lenkt beim zweiten Captain Marvel Film die Geschicke. Noch immer nicht genug für den Juli. In der Tat wartet im Hochsommer mit Barbie unter Umständen der seltsamste Streifen des Jahres. Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken in einer quietschbunten Welt nach dem Drehbuch von Greta Gerwig und Noah Baumbach? Das kann großartige werden, oder eine komplette Panne. Neuer Eberhofer Fall, neues Essen-Wortspiel, am 10. August startet mit Rerak Out Rendezvous der neueste Teil aus der erfolgreichen Buchverfilmung. Der Franz, Sebastian Betzel, bekommt es darin nicht nur mit seiner streikenden Oma zu tun, sondern auch einem verzwickten vermissten Fall. Eigentlich ist Denzel Washington kein Mann für Fortsetzungen. Ausgerechnet beim The Equalizer-Franchise macht er jedoch im kommenden Jahr sogar zum zweiten Mal eine Ausnahme, ab 31. August sorgt er in The Equalizer 3 als Robert Carl wieder für Gerechtigkeit und Knochenbrüche. Der erste bislang sehr spärlich besetzte Monat des kommenden Jahres ist der September.
Wirklich erwähnenswert ist höchstens der zweite Teil vom Horrorfilm The Nun und das sagt schon einiges über das verspätete Sommerloch aus. Dünn ist's auch im Oktober. Als weitere Alternative für Horrorfans, dieses Mal im Zuge von Halloween, startet am 12. Oktober The Exorcist, Sequel-Trilogie Part 1. Das Besondere daran ist der Regisseur, David Gordon Green will den Klassiker von 1973 neu als Trilogie aufleben lassen, so wie er es zuletzt und höchstmäßig mit Halloween getan hat. Für die Filme ab November sind die deutschen Kinostarts noch nicht gesichert. Zumindest in den USA soll am 3. November der zweite Teil von Denis Villeneuve's Sci-Fi-Blockbuster Dune erscheinen. Darin wird die Heldenreise von Paul Atreides, Timothée Chalamet, weitergehen, dann auf dem Rücken der gigantischen Sandwürmer, um den Wüstenplaneten und dessen Bewohner zu retten. Der US-Start von Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds und Snakes ist für den 17. November angegeben. Der mittlerweile fünfte Panem-Film spielt 64 Jahre vor den Ereignissen um Katniss Everdeen. Der spätere Präsident Coriolanus No sowie Lucy Grebert, eine junge Tributin aus dem ärmlichen 12. Distrikt, aus dem auch Katniss stammt, stehen im Zentrum der Handlung. Für den 25. Dezember 2023 und damit als Abschluss des kommenden Kinojahres ist in den USA Aquaman 2 angekündigt. Einmal mehr sorgt darin Jason Momoa für die Sicherheit seiner Meeresbewohner. Auch Amber Heard taucht in dem Streifen auf, beziehungsweise ab. Ob die Fortsetzung den immensen Erfolg des Vorgängers wiederholen kann? Fast 1,2 Milliarden Dollar spielte der DC-Film 2018 ein.